Naja, diese, naja, Heu-Fütterungsdinger noch nie gesehen. Zumindest so rund, wo die sich dann drum kümmern. Aber na gut, das wird dann wahrscheinlich dann sein, wenn man ein großes Feld nicht zur Verfügung hat, wo die Leute. Kann ich mal mit den Leuten reden? Okay, jetzt. Lee, oh my God, I'm so glad you two didn't get killed out there. Do you think Mark will be okay? Ah, I He hope sure so. could, but I think he's in good hands now. Yeah? It's not too bad? He'll be fine. I've seen guys go through worse. Now bring us to this place. Okay, I take it you and Kenny haven't made up. Okay, how do you feel about leaving a motor in? Okay. How do you feel about leaving the motor in? It's a welcome change of scenery. I don't know. If we'd just stayed where we were, then Mark wouldn't have ended up with an arrow in his shoulder. Yup. I take it you and Kenny have I made take up. it you and Kenny didn't exactly make up. I tried seeing things from his point of view, having a wife and kid and everything, but gambling with your family's life is pretty stupid if you ask me. Hey, thanks for backing me up this morning at the motel. I know I came down on you guys pretty hard, but you do agree with the way I'm running things, right? You're a good You're a leader. good leader, Lily. Kenny's too emotional, but his intentions are in the right place. Still, it'd be best for all of us if you two could try to work together once in a while. Yup. Okay, sonst noch irgendwas? About your dad. Hey, can I talk to you in private for a second? Okay. It's been 3 months. Your dad still treats me like I'm some kind of asshole. Yup, 'cause I am an Don't asshole. expect that to change. That's just how he is. Ach, super. Okay. So he is. So does he Does he treat. treat you like Yep. that too? Look, my dad can be an ass sometimes. I know that. But he's not a bad guy. He's got a lot of pain. Ach He's so. been through so much and lost pretty much everything. Oh, das ist nicht so And it's schön. hardened him, you know? Yeah, he's bitter and hateful, but that's Oh. all just to protect himself and me. All he's got left in the world is me. And that goes both ways. So yeah, he's probably gonna keep treating you like crap, but that's just because he still has one thing left to care about. Oh, das ist ja So don't super. judge him. And don't judge me for sticking by him. He's my dad. And I love him. Oh, that's so sweet. Na gut, was haben wir noch? Do you think this was a good idea? Oh, Keine which Ahnung, you wouldn't aber na think gut. was a good idea? A little late to be asking that now, don't you think? Dad's right. Let's just wait for dinner. And then if Mark is feeling up to it, we leave. I don't want to push our luck here. Now, let's not be hasty. Go check things out. Just don't get too nosy. These kinds of people are usually pretty protective of their privacy. Yeah, and we don't need you poking your nose where it don't belong and getting us Yep. thrown out in our asses. Das ist ziemlich ungesichert. Na gut, ich kann ich mal mit dem hier reden hier irgendwie? Wieso kann ich nicht mit dem reden? Der will anscheinend nicht mit mir reden, habe ich das Gefühl. Er will nicht. Ich bin doch so ein guter Zuhörer. Okay, hier kann ich nicht hoch. Hier ist nichts. Die wollen auch nichts. Allgemein, die Gegend ist voller nichts. Das ist ja eine interessante Aufmassung. Hier macht man also den kleinen Stecker rein und schon ist alles an. Sehr interessant. Dann ist hier nichts. Ah, okay, das wird sehr interessant. Wenn wir hier erstmal alles durchsucht haben, ist hier auf der Seite noch irgendwelche Kleinigkeiten? Nö, okay. Heuhaufen, irgendwas anderes. Eventuell ganz unten. Ich glaube mal, was ist denn das? Irgendeine Sicherung oder sowas wahrscheinlich. Na gut. Ah, nee, das ist so ein Ding zum Festhalten, damit man das auf und zu machen kann. If there's not enough room in the house for all of us, I guess a few of us could camp out here in shifts. Okay. If there's not enough room in the house for all of us, I guess a few of us could camp out here in shifts. Jetzt mach endlich mal diese dämliche Tür auf. If there's not enough room in the house for all of us, I guess a few of us could camp out here in shifts. So, aber wir wissen nicht, was da drin ist. Ist ziemlich ungut. Aber der hat zurückgeguckt. Das bedeutet, wir müssen. Was haben wir mit dem Generator noch? That thing keeps a fence electrified. Ja, ziemlich cool. So, hier hinten die Säge brauchen wir jetzt wahrscheinlich dann auch nicht mehr. Weitere Sachen hier, die wir mitnehmen könnten, sind wahrscheinlich auch
relativ seicht gesät. Reden wir nochmal kurz mit den Kindern. Wir müssen ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir eventuell den kleinen Duck in die Fresse bekommen. Na dann. How are you doing? Holding up, Clementine. I'm okay, I guess. Are you okay? Yeah, I'm just a little worried about Mark. Is Mark going to be... maybe. It'd have been a lot worse. Are you going to find the people who hurt Mark? Yep. We have to make sure they don't hurt anyone else. Be careful. Okay. I want you to stay lucky, too. Aww. I've had good luck, so don't worry. Okay. Das ist sehr schön. Vor allem habe ich vorhin vollkommen das Ding in den Kopf bekommen. Na gut. Was denkst du denn so über die Farm? Nee. Nicht so. Vielleicht. Aber irgendwann. Das wird schon, das wird schon. Don't worry, we're safe here now. As long as the bad people don't get me too, right? Genau. What happened to Mark happened to you? Promise? I promise. Aber? Okay, thanks for pushing me. Of course, it's all yours. Yeah! Okay, Duck, don't pop a gasket. So, können wir eventuell nochmal mit dem reden hier? Ich weiß jetzt nicht, ob der... Ich glaube, der ist zu sehr beschäftigt, ne? Genauso wie Duck. So, hätten wir erstmal das. Aber was wir vergessen haben hier zu machen, ist dieses Tor wieder zu schließen, weil ich weiß schon, worauf das dann wieder ausgeht oder wie das dann endet. Die Farm wird so derbs von Zombies überrannen. Ach, nee. And we'll all mount up for some revenge. Hell yeah. Who the fuck are these people in the woods? Yeah, wer sind denn das? I don't know. I think some of them used to work at the big box up the way. Say once. Yeah. Anyway, they're nutty as all hell and get mad when they're hungry. So are you ready to head out there and find their camp? Not now, we'll but... go in a few minutes. Just need to check on a few things before we head out. Sure, that's understandable. Hey. Talk things over with your group. Just come find us when you're ready. I'll do that. Was? Ich kann doch nicht mal in das Haus reingehen? Okay. Schauen wir nochmal kurz auf diesen Zaun. Und nochmal kurz in diese Farm rein. Und dann reden wir nochmal mit dem und dann gehen wir. Ziemlich gemein eigentlich. Oh Mann. Ja, aber das, was einen killt, ist ja mehr die Amperezahl und nicht die Voltzahl. Also nur sehr viel Ampere sind mehr die Stromstärke, ja. Also wie viele von diesen kleinen Elektronen da durch diese Leitung da sausen, das geht tschuf, 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 tschuf. Und je mehr das halt sind, desto mehr gibt's halt Aua. Und Volt ist allgemein bloß die Geschwindigkeit. Je schneller die gehen, man kriegt halt nur, es geht halt bumm, man kriegt erstmal einen Schock, aber das war's. Ist halt bloß ein einziges schnelles Elektron manchmal. Aber je mehr Ampere das halt sind, desto krasser ist. Okay, gut. Also wir können hier nicht mehr rein. Oder noch nicht rein. Keine Ahnung, wie das denn ausgeht. Die haben aber irgendwas von Farmkühen gesagt. Was dann ziemlich interessant sein könnte. Ich würde gerne mal wissen, was denn hier drin... Moment mal. Okay, das ist das Tor. Also nichts Schlimmes. So, wir haben jetzt erstmal mit allem oder mit jedem geredet, mit dem wir hier denn hier reden können. Hey, Lee. Change your mind about going out to track down them bandits? Ja, Moment. Ich will erstmal noch was gucken. Ich will noch mal kurz dieses große Tor angucken hier. Mit diesem kleinen Rundbogen drauf. Aber bis dahin müssen wir noch mal kurz ein bisschen warten. Ist mir nämlich noch mal kurz durch den Kopf gegangen. So, das sind die Gascans. Hier ist das Tor. Nee, das sind die Gascans jetzt gerade wieder. Das ist jetzt blöd.
Mailbox, genau. Was haben wir denn hier für eines? No mail coming in or out these days. Ja, das denke ich auch. Oh, das wäre... Was ist das? Ei? Das hätte ich gar nicht. Can definitely tell they built this thing themselves. Okay. Das kann man nicht anschauen. Okay, aber wir haben jetzt wahrscheinlich eher alles... Moment mal, da war doch noch was. Da ist dieser Zaun. Wo war's das? Oh, okay, gut. Ich dachte bloß, es wäre was anderes. Gut, also wir gehen jetzt los und jagen ein paar Banditen. Jetzt gibt's eine Haue vom Meister. Hey, Lee. Change your mind about going out to track down them bandits? Those damn bandits. Let's go. Good opportunity to find out a bit more about what we're up against. Let's do it. Hoffentlich sind das keine Zombie-Banditen, das wäre nämlich ziemlich schade. Doing reconnaissance for now. No use getting ourselves killed. Okay. Are you going now? Yup. I'll be back soon, Clementine. Please be lucky. I will. Ja, es gibt noch eine Season 3, 4 und 5. Ich gehe mal davon aus, dass ich noch bis zur 3 überleben werde. Wenn ich denn nicht noch irgendeinen Pfeil ins Knie bekomme oder so. Oh, nee, das ist so gemein. See anything? Not yet. I know it's around here. It's gotta be close. Ah, ja, die müssen hier sein. Jetzt ist denn der eigentlich alleine? Oh shit. You found it? Ja, jetzt wird's sehr interessant. Erstmal schön hinter diesen ganzen Büschen verstecken. Ja, natürlich. Rechts nichts, links nichts. Oh Mann. So, sneak up to the camp. You don't say. Dann sneaken wir mal ab hier. Ganz sachte. Die Frage ist halt nur, ob hier noch... Oh, wir können nur nach vorne laufen. Das ist ja ziemlich gemein. Dubstep. You see anybody? Noch nicht. Looks empty. Looks empty. Watch my back, Lee. I'm gonna check out the tent. Oh Mann, das ist so mies, wenn hier jetzt jemand rankommt. Oh, bitte sei leer, bitte sei leer, bitte sei leer. Man geht ja nicht mit der Knarre genau rein. Oh, zum Glück. Clear. This camp's too small. It can't be their main base. That's what I was thinking. Oh, save lots. Take a look around anyway. There's probably some shit around here they stole from us. Okay, was haben wir hier? Bottles. Empty. But it looks like someone's been eating out of these recently. Okay, was haben wir noch? Hier ist nichts. Ah, eine Gerske. Nothing but fumes. Shit. Gut, aber hier ist nichts mehr drin. Was haben wir hier? Safe Lots Box. Die scheinen hier drin zu sein. What's in the boxes? They're all from Save Lots. Uh-huh. The first few days they told folks to gather to the Save Lots by the interstate. Anything worth taking? Not unless you need empty cans. Not unless you need a bunch of empty cans. I'll pass. Aber die könnte man einschmelzen und irgendwas Schönes Neues draus machen. Dazu brauchen wir aber irgendwas Interessantes. Ah, ha. Boxes from the dairy here. Probably the food we've been giving them. Fuckers cross the line. Was ist denn hier drin? Okay, wir haben ja relativ viel sogar. So, sonst noch irgendwelche Sachen. Hier ist nichts weiter. Hier ist auch nichts. So, was haben wir denn hier Feines? Nichts. Okay, aber ich kann im Moment nichts mehr weiter sehen. Hier ist nichts. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück und schauen mal, ob wir eventuell
unter dieser ganzen Ansammlung von was auch immer irgendwas sehen oder entdecken können. Was haben wir denn hier? Müll. Haufenweise Kannen. Nobody needs that. Nope. Aber ich dachte, hier wäre noch was Zweites gewesen. Ich denke immer, hier wäre noch irgend so ein zweiter Punkt. Was haben wir denn hier? Ein kleiner Kessel. Ist sogar was drin. Just water. Interessant. Dann haben wir noch eine kleine Kiste hier. Was ist denn in der Kiste? Nothing. Ist das nicht Milch? Oder Milch? Ah, hier, St. John. Das ist doch von der Dairy, theoretisch. Die haben denen nicht nur Essen, sondern auch Milch gegeben. Sehr interessant. Was ist denn das? Was auch immer das ist. Wir nehmen das mal mit. What do you find? A video camera. Let me see that. Battery's dead though. Oh, good. Schade. What else they got over here? Let's see if we can find anything useful and then get a move on. Okay, was? I see you handled that gun I lent you pretty well. You a hunter? No, but Lily keeps us all on a regular training schedule. Mm-hmm. Lily, huh? Sounds like she's running this democracy of yours. Ja, jeder hat ein bisschen was zu sagen. Die Frage ist, was ist auf dieser Kamera drauf? Looks like they expected to be here a while. Okay, und das Zelt? Okay. Was haben wir denn hier? Nichts, anscheinend. Wo ist denn der Typ? Ach, der ist noch da. Gut. Ich mache mir hier ein paar Gedanken. Ah, ich glaube, ich wäre in kürzester Zeit gleich umgenietet. Oh. Ha. Mit Kindern sogar. Oder die haben denen einfach das Ding geklaut. Aber wieso hätten die dann das Bild noch da gehabt? Was war denn das Klacken gerade? Irgendwas ganz, ganz Schlimmes. Was ist das? The hell? Don't fucking move. Shit. Oh. Your gun's down. I ain't going back. You tell him Jolene ain't going back. Hey, we had a deal. No shooting as long as we gave you food.